Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Creativerse. Und das erste, was wir jetzt gerade hier machen werden, ist natürlich Muscheln absammeln. Ich sehe hier nämlich irgendwo hier war doch gerade eben ein rotes Feld. Bin ich blind? Da. Oh. Was war das denn jetzt? Hopp. Okay. So. Einmal das weg. So. Also, wir müssen ja noch Materialien sammeln. Eine ganze Menge Materialien. Und ich sehe irgendwie hier Erdstufen. Habe ich das nicht komplett rausgenommen gehabt beim letzten Mal? Nein, Erdstufen und Tatsache. Habe ich noch Glas hier? Ja. Einmal bitte das schneiden. Das, nein, das nicht. Das kommt da wieder rein. Ich hatte ja hier angefangen, einen Raum hier drunter zu basteln. Und ich glaube, ich werde hier, wie gesagt, auch die Hafenanlage machen. Am besten wäre natürlich, wenn ich hier nach vorne weggehe und so eine seitliche Ausrichtung mache. Müsste ich mir überlegen, wie ich das mache mit den Halbstufen hier. Dass man hier halt auch irgendwann mal bequem hochkommen kann, ne? Auf jeden Fall müsste ich dann noch eine Reihe Sand setzen. Und dann gucken eben, dass ich eine Halbstufe noch hier reinkriege. Damit das Ganze hier überhaupt Sinn ergibt. Oder aber ich nehme Holz und setze dann hier Holzpflöcke drauf. Und tue so, als wäre hier schon ein, wie ist das Wort? Ein Steg. Die Bauhütte wird nicht ewig hier bleiben. Auch wenn ich die hier durchaus stehen lassen könnte. Weiß ich noch nicht, muss ich noch gucken. Materialien sammeln muss ich auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei, da beißt die Maus keinen Faden ab. So, Kustermeisen. Und den Witz mit der Kusta bringe ich jetzt nicht nochmal. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz, aber ich glaube, den Dirt lasse ich auf jeden Fall drin. Dirt, Dirt Racer. Ich meine, wenn ich schon mal hier habe, ne, dann kann ich das auch durchaus verbauen. Ich könnte auch Treppen bauen, dann könnte ich den Raum da unten direkt schon in Betrieb nehmen. Da ist eine Treppe, da ist eine Treppe und ja, das gefällt mir tatsächlich. Finde ich ganz gut mit den mit dem Glas und dem Sand. Es ist nicht 100% perfekt, das ist klar. Aber das betont auch nochmal so diesen... Das hier ist ja eine künstliche Insel. Und theoretisch gesehen könnte man hier anfangen und sagen, okay, wir setzen hier dann beispielsweise den Friedhof rein. Ne? Wisst ihr, erinnert ihr euch? Ich habe ja hier vorne... Ich habe ja hier vorne schon einen Grabstein mal einfach so unter Wasser gesetzt. Da müsste dann natürlich nur eine Menge Beleuchtung noch unter die Insel. Aber ich möchte erstmal gerne hier diese Bodenplatte fertig kriegen. Und wenn ich die Bodenplatte fertig habe, dann sollten wir in der Lage sein, auch sowas da drunter zu backen. Und ich werde das Schloss auch zwischenzeitlich so mal weiterbauen. Ich habe jetzt zwar noch nicht so wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen, aber im Endeffekt, es ändert sich für euch eigentlich nur, dass ihr von dem Bau des der größeren Flächen nicht unbedingt viel mitbekommt.
habe OBS sowieso immer nebenher laufen. Also wenn irgendwas Spannendes oder Interessantes ist, wenn ich was Hübsches finde zwischenzeitlich, ist es sowieso an. Also verpassen tut er nichts. Ach, schön. Gefällt mir. So, was hatte ich jetzt als Erstes vor? Was möchte ich als Erstes suchen? Kohle herstellen. Könnte ich machen, Peakstone sammeln? Muss ich auf jeden Fall Sand sammeln. Ich könnte auch, wie gesagt, eben das Häuschen hier drunter in, den Raum da drunter jetzt in Benutzung bringen. Kann ich Treppen herstellen? Mir fehlen Stone Slabs. Das sollte machbar sein. Habe ich da noch welche drin? Ja. Treppen sollten auch genügen. Ich packe den Transporter woanders hin. Die Treppen. Am dürfsten. So. Okay. Ich weiß, die Treppe da oben ist nicht ganz richtig, aber das soll mir in diesem Moment erstmal nicht so wichtig sein. Halt. So. Okay. Zack. Und dann kann ich hier doch schon zumachen. Da. Boah, es ist laut. Ich hoffe, ihr habt The Curious Expedition gesehen. Ist ein wirklich, wirklich interessantes Spiel. Und tatsächlich auch hübsch. Also mir gefiel es von der Art und Weise sehr, sehr, sehr gut. Präsentiert wurde, wie es dann im Endeffekt ausgesehen hat. Okay. Zack. Zack. Hier unten noch. Ich weiß, ich hatte ja überlegt gehabt, ob ich die Treppen dann ein bisschen anders mache. Das lasse ich so schmal. Diesen Abgang. Obwohl, eigentlich macht das keinen Sinn, ne? Dann kann ich es auch ganz schmal machen. Okay. So. Gut. Eine doppelt gemauerte Wand und so, ne? Da packen wir den obligatorischen Kürbis rein. Okay. Das ersetze ich natürlich auch direkt durch so einen. Okay. Nee. Ich probiere hier gleich mal. Oh, ich habe noch welche da. Ach Quatsch. Das geht ja auch. Aha. Auch eine Idee.
Ich sollte mich vielleicht mal kurz hochbauen, ne? So, okay. Schauen wir mal. Zack. Das bleibt so. Da kommt noch ein Steinchen hin. Oder kann ich an das Eck da eventuell... habe ich noch die Spitzen hier? Die habe ich ja gerade weggepackt. Natürlich habe ich die noch. So. Halt. So rum. So rum. Sieht das? Okay. Und so. Ja, naja. Also es ist... Es gibt Schöneres, aber... Es gibt auch Schlimmeres. So. Ah ja, stimmt. So, der muss natürlich weg. Und dieser hier auch. Holz, 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 Stein, Zaun, Zaun. Zaun, Zaun. Okay. Das ist weg, das ist weg. Ah ja, die muss natürlich noch richtig gedreht werden. Und... Oh. Zugegebenermaßen, das ist nicht so gut. Plumps. Dann versuchen wir das Ganze doch nochmal so. Setzen dann nochmal eins daneben. Ist nicht schön. Ich habe schon bessere Treppen gebaut. Wo sind denn meine... Habe ich die jetzt alle aufgebraucht? Nee, ne? Okay, da sind Treppen. Bin ich denn jetzt völlig gaga? Da. Ja, ich bin völlig gaga. Plumps, plumps. Die kann weg und wird hier gedreht. Das müsste eigentlich von der Höhe her reichen. Ja, der kommt noch weg. Ist doch nicht so schlimm. Okay. Ja. Ich habe schon schönere Treppen gebaut. Aber solange diese hier funktioniert, soll es mir recht sein. Na, dreh dich. Und du drehst dich bitte auch. So. Sieht doch ein bisschen schäbig aus, muss ich sagen. Es wird nicht wirklich besser. Aber nein. Eigentlich ist es nur der Keller für eine Bauhütte. Ich meine, ich gebe mir gerade mehr Mühe, als ich müsste. Das habe ich nicht gesagt. So.
damit hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Viecher spawnen. Viechers. Mach ich mal richtig Licht. Okay. Dann hätten wir hier schon mal unseren Keller drin. Mache ich hier noch einen Fußboden rein? Tausche noch so ein bisschen die Wände aus? Oder lasse ich das sein? Hm, ich weiß es noch nicht. Huh. Hey. Wo hänge ich denn jetzt noch dran? Keine Ahnung. Gut. Wäre das auch gegessen? Ich glaube, hier muss ich nur noch ein anderes Steinchen hinpacken hier. Ja, komm. Zack. Und von außen packe ich dann den Sand wieder vor. Okay. Sand sammeln, Stein sammeln. Schauen wir mal auf der Map. Oh, mittlerweile nimmt das hier tatsächlich Form an. Schick, schick. Wir sind ja mitten im Nirgendwo jetzt. Da drüben ist eine Insel. Gehen wir mal darüber und sammeln dort, was das Zeug hält. Sand natürlich. Aber immer schön außerhalb der Richtung, wo man die ganze Zeit frontal auf irgendwas drauf gucken könnte. Ich finde es immer so schade, wenn überall so riesige Löcher entstehen. Das macht ja nicht wirklich was her auch, ne? Das klaut teilweise so ein bisschen die Illusion des Landes, auf dem man sich bewegt. Und es klaut einem nicht nur eine Illusion des Landes, es klaut einem einfach fast alles. So. Okay. Und wir begeben uns ein bisschen weiter runter. Ich hoffe... Ich hoffe, das reicht schon. Ja, so ein bisschen. Okay, 37 Sand, 67 Sand. Ja, können wir machen. Und den platziere ich jetzt hier. Nein, eins tiefer. Ach, verdammt. So. Oh, wir sammeln auch nebenher gerade ein bisschen Stein. Das ist fein, so soll es sein. Den jetzt setze. Oh, den setze ich auch noch mal tiefer. Am besten da, ne? Ach. Ein Höhlensystem. Okay. Ich mach mal mein Licht an. Gerüstet bin ich. Ach cool. Eine Stein- und Sandhöhle. Ich glaube, wir sind hier direkt unter dem Meer.